Hallo und herzlich willkommen beim Brick Freak. Hallo. Das, was ihr hier seht, wollte ich euch eigentlich schon vor längerer Zeit zeigen. Das Set liegt jetzt hier schon 2 Monate bei mir. Und ich weiß im Moment, wo ich jetzt den Einsprecher hier drehe, weiß ich auch gar nicht, ob es überhaupt noch verfügbar ist. Weil es ist auf 1000 Stück limitiert. Das wusste ich nicht. Ich habe es auch nicht gekauft, hat mir der Lloyd zugeschickt. So, jetzt zeigen wir es euch mal. Conspt. Ferngesteuerter, großer Doppeldecker-Linienbus mit 3542 Teilen, KB 800. Ja, Conspt. Limited Edition mit Voice Control, RC Control, App und so weiter und so fort. Die App gibt es anscheinend sogar im App Store. Wow, okay. Leider. Also, wer den Bus nach dem Aufbau haben will, muss leider mit einer etwas beschädigten Rückseite leben. Ich weiß, es ist besonders schade, wenn es ein limitiertes Set ist. Aber so kam es leider bei mir an. DPD sei Dank oder was es auch immer war. Naja, okay. Der Rest ist vollständig. So, Firma kenne ich nicht. Ich kann euch wenig darüber sagen im Moment. Ich versuche euch im Laufe des Aufbauvideos mehr zu sagen. Ich erkundige mich beim Loi, ob der etwas mehr weiß. Was wir allerdings schon sehen hier, jawohl, die bekannten Zipbeutel, also wir haben GoBrick-Steine. Das ist doch schon mal schön. Das ist doch schon mal schön. So, werfen wir einen kleinen Blick rein. Aha, was haben wir hier? Irgendwas zur Verkabelung. Contact us if you have any questions. So, wir sehen schon, wie es aufgebaut ist. Das ist aus der GoBrick Smolking Schmiede. Ich schätze, dass es das Smolking die Software von GoBricks benutzt und es hier auf derselben Software aufbaut, weil es ist, ja, es sieht gleich aus. Ja. Sie tun auch wie Smolking nicht entsättigen, was ja dann Super 18K macht oder sowas. Okay. So, Loi hat mir das einfach mal zugeschickt. Es stand sogar plötzlich vor der Tür. Er hat mir nicht mal gesagt, dass er schickt. Und ja, dann kamen aber die getrennt geschickten Motoren ewig nicht. Und irgendwann haben wir dann mal die Geduld verloren, haben gesagt, okay, die sind wohl weg. Und Loi hat sich bei Moleking dann einfach einzelne Motoren bestellt und mir zugeschickt, sodass wir das Ding euch jetzt noch endlich zeigen können. So. Gleichzeitig noch zu erwähnen, ich mache noch ein Minutenvideo dazu, aber wollte ich euch trotzdem sagen, Your World of Building Blocks hat jetzt Versand aus Belgien. Ja, das heißt, die haben ein Warehouse in Belgien gegründet und wenn ihr die verfügbaren Sets von dort ordert, das ist dann ähnlich wie bei AliExpress, ihr seht, woher ihr es verschicken lassen könnt, entweder aus China oder aus Belgien. Mit Belgien kommt es dann mit Karton, jawohl. Das heißt, ihr könnt euch endlich die Moleking-Sachen zu einem guten Preis mit Karton bestellen. Ja. Okay, ich bin wahnsinnig gespannt. Teilequalität mache ich mir jetzt wenig Sorgen, das wisst ihr, ne? Wird schon laufen. Es ist etwas seltsam, ne? Bauabschnitt 1 hier, so eine kleine Tüte, 2 ist vollgepackt bis zum Umfallen. Also ich denke, von den 3500 Teilen ist ein Drittel im Sack 2. Sack 8 hier zum Beispiel, einfach nur Slopesteine. Eine ganze Tüte voll. Es ist abartig. Wir haben mehrere Tüten. Ne, wir haben 2 Tüten, die fürs ganze Set gelten. Einmal sind es, ihr seht hier hinten, die 4 auf 6, die 8 auf 16er großen Fliesen. Leider wohl mit Anguspunkt in der Mitte, aber das haben sie alle. Und den Reifen. Wie kommt die Drecksfliege hier in den Keller? Habt ihr die gesehen? Ich denke, ihr hört sie, oder? Die ist mir außen aus der Küche in den Keller runtergefolgt. Ich sollte mir Gedanken machen, ob ich öfter dusche, glaube ich. Okay. Zum Betrieb des Ganzen benötigen wir Akkubox-Fernbedienung, egal von welchem Hersteller. Und dann braucht das Set 2 XL-Motoren. Die werden wir wahrscheinlich für den Antrieb brauchen bei 3500 Teilen, weil nicht nur, dass das Ding 3500 Teile hat. Es sind wahnsinnig viel große Teile dabei. Das heißt, ich denke, das Ding wird sau schwer. Ein Servomotor. Oh,
Und hier der L-Motor, ich denke, der wird uns die Türen öffnen. Das sind zwei, irgendwo da unten drunter liegt noch eine. Sind das 30er Stangen oder sowas? Keine Ahnung, abartig, sind Carbon. Ja? Merkt man gleich, wenn man sie anfasst. Dann, wie so oft bei Mold King mittlerweile manchmal, die Pinne, die fürs ganze Set gelten. Plus interessant, seht ihr das hier unten? Die Liftarme, die Zweierliftarme, beide mit Lochaufnahme in braun, in einem Extrabeutel. Ich bin echt gespannt. Selten so ein komisches Set gibt. Also von, da ging die Stativ gekommen, von der Verpackung, weil, wenn er guckt, Bauabschnitt 9 ist dann, Bauabschnitt 10 ist dann eine einzelne Tüte. Es ist goldig. Bauabschnitt 2 baust dich zu Tode, im Bauabschnitt 10 hast du nichts zu tun. Okay, da sollten sie vielleicht nochmal dran üben. Aber vielleicht ist denen erst hinterher aufgefallen. So, dazu haben wir dann noch 22 Quadratmeter Aufkleber. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht KMB, vielleicht sogar in Hongkong oder irgendwo ein bekannter Bus ist. Oder eine Linie oder irgendwas. Weil wir haben hier unten auch Aufkleber, die wohl uns darauf hindeuten, entweder die kommen innen rein. Da stehen lauter Stationen anscheinend drauf. Das wird für innen, für die Information sein, wo der Bus überall langfährt, wie in modernen Bussen und U-Bahnen. Guck mal, Kowloon City Ferry. Po Lam, Mai Fu, cool. Also wir haben drei Linien, die wir hier bekleben können oder wechseln können. Ist noch lange nicht fertig. Ja, hab gedacht. Und hier nochmal ein Quadratmeter und nochmal ein Quadratmeter. Okay, ihr kennt mich. Ich werde die wahrscheinlich nicht aufbringen, sodass der zukünftige Käufer dann das selber machen darf. Also wie gesagt, wer es haben will, soll sich melden, aber stört euch nicht an den paar Krumpeln da drin. Es tut mir echt leid. Ich glaube, das soll es erstmal gewesen sein. Mehr kann ich euch gar nicht zeigen. Im nächsten zeige ich euch natürlich dann wie immer Bauabschnitt 1. Sieht klein aus. Ich bin gespannt, wie lange ich daran sitzen werde. Okay, vielen, vielen Dank und irgendwas wollte ich noch sagen. Na, der alte Mann, er wird vergesslich. Im nächsten Take. Bauabschnitt 1 ist erledigt. Und es ist teilweise ein bisschen komisch. So, wo fange ich an? Ich habe zwei Carbonachsen dabei. Dir wird aber nicht gesagt, wo ich die anbringen soll. Die Carbonachsen sind die 5,5 lang mit Stopper. Davon ist eine hier verbaut und eine irgendwo hier unten drunter. Aber wenn die keinen Stopper haben, kann ich sie auch nicht wirklich benutzen, weil sie sind auch ein bisschen kleiner. Das heißt, sie würden hin und her rutschen. Also machen die Carbonachsen im Moment für mich hier keinen Sinn. Ja? Okay, fangen wir mal. Wir haben die beiden XL-Motoren. Die gehen über eine Reihe von Zahnrädern aufs mittlere Zahnrad. Das mittlere Zahnrad geht hier auf das kleine schwarze und ans Differential. Und hier oben geht das kleine schwarze ans beige, treibt den Motor hiermit an. Und hier auf der Seite haben wir dann die Schwungscheibe sozusagen, die da mitdreht. Und die treibt dann das Kühlrad an, was total unmotiviert hier hinter Motor sitzt. Also hätte man auch weglassen können. Macht jetzt wirklich keinen Sinn, sieht ja keine Sau da. Also das erschließt sich mir nicht wirklich, was das soll. Okay, egal. Ich habe hier noch jede Menge Teile über vom Bauabschnitt 1. Also es ist mal wieder so ein Modell, wo er einen Haufen Liftarme und so weiter alles mit rüber schleppt. Ja, nicht wundern für die Neuankömmlinge bei Mold King oder Konsorten. Bei den Chinesen kommt es öfters vor, dass ihr einen Haufen Teile habt, die ihr erst im nächsten Bauabschnitt braucht. Okay. Das neue Differential, wie gesagt, wird unten vom Schwarzen angetrieben. Treibt dann hier das nächste schwarze an und geht dann hier durch zu dem hier. So, hier habe ich mir jetzt gedacht, das hier, was ihr hier seht, das hat hier nur einen Akkstopper, ist mit nichts verbunden und geht aber hier rüber, ist aber nicht hiermit verbunden. Ja, das dreht sich alleine, unabhängig, ihr seht es, unabhängig vom Beigen. Warum ist dann diese Verbindung da? Also, warum geht es hier rüber? Was soll das? Macht in meinen Augen null Sinn, weil es nichts mitbewegt. Ich habe erst gedacht,
ziehe das mal zurück. Ich habe erst gedacht, ich ziehe dann den schwarzen hier wieder ab und schiebe es drauf. Ja, mit dem, dass ich die beiden dann verbinde. Das funktioniert auch, das kann ich machen. Aber es dreht dann die Stange, aber die Stange ist nirgendwo angebunden. Ihr seht's. Also, und auch nicht von unten, dass hier unten noch irgendwo ein Zahnrad wäre, gar nichts. Ja, es ist, wäre also vollkommen für den Hintern. Das kapiere ich noch nicht. Aber vielleicht erschließt sich's mir einfach auch noch später. Und ich bin im Moment einfach entweder zu doof oder habe einen Mangel an Informationen. Oder wie sagt es, glaube ich, Nico Semsrott so wunderschön, ja, glücklich sein oder so ähnlich, ist nur ein Mangel an Information. Das heißt, hat man genug Information, ist man immer depressiv. Generell kann ich allen, so als kleiner Tipp, guckt euch mal auf YouTube Nico Semsrott an. Der hat ein paar geile Videos. Der Mann ist ganz unterhaltsam, trotz seiner Depression. Okay, ja, viel mehr gibt es nicht zu berichten. Es lässt sich super bauen, die Anleitung ist klar und verständlich. Die Teilequalität ist gut. Wie gesagt, ich weiß nur nicht, warum die Achse darüber geht, was das soll. Aber ansonsten ist es bis jetzt ein klasse zu bauendes Set. Hab relativ lange gebraucht, weil wir haben einen neuen Wauwi. Ja? Familie hat sich einen Hund angeschafft. Und die hat mich dementsprechend immer wieder vom Bauen abgehalten. Ja, so ist es halt. Okay, dann geht's weiter zum riesigen Bauabschnitt 2. Da kann sein, dass ich dann zwischendrin mal im Bauabschnitt euch was zeige. Weil ich glaube, das sind 800 Teile oder sowas. Also da machen wir dann auf jeden Fall mal im Bauabschnitt eine kurze Unterbrechung. Ah, hier ein kleines Stück schon vom Bauabschnitt 2. Wir fangen schon hier an mit den Seitenverkleidungen. Manchmal muss man ein bisschen gucken. Also da ist die Anleitung nicht hundertprozentig klar, aber Riesenrätsel ist nicht. Na, ihr kriegt schon raus. Wir haben angefangen, hier oben das zu verkleiden. Was sie schön dran gedacht haben, ist, dass die beiden Differentiale verkehrt rum sitzen. Um 180 Grad gedreht. Ja, ich habe es hier einfach einen Haufen kleinere Technikelemente angebracht, um das Ganze zu stabilisieren. Und jetzt beginnt halt der Aufbau. Gut, vom Motor werden wir später wahrscheinlich nicht mehr allzu viel sehen. Mal gucken. Ich denke, wir werden hinten eine Heckklappe haben, sodass wir noch drankommen. Wo, ich weiß immer noch nicht, wo die Akkubox sitzt. Ich habe sie mir jetzt mal so vorbehalten, dass ich sie hier oben rausführe. An der Vorderachse sitzt der Servo. Habe ich in der Anleitung. Ja, klar sitzt er an der Vorderachse. Idiot. Und das Kabel geht nach hinten, habe ich gesehen auf einer Zeichnung. Also gehe ich mal davon aus, dass die Akkubox wahrscheinlich hier unter der Rückbank oder sowas vielleicht sitzt. Wir werden sehen. Okay. Es lässt sich weiterhin super bauen. Qualität, ja. Kein Wort drüber, alles gut. So sieht es von unten aus. So, ich habe mit dem Loi gesprochen und der hat gesagt, dieses Set wurde von der Firma KMB, das ist die Busfirma in Hongkong, von der wurde das in Auftrag gegeben bei... Irgendwas ist doch hier schief. Das geht doch schräg, oder? Stimmt doch irgendwas nicht. Und das Differential fällt auch raus. Ja, wunderbar. Also der Part hier, den sieht man verdammt schlecht in der Anleitung. Also ich hoffe, ich bin einigermaßen richtig, aber es sieht so aus, als wäre irgendwas falsch. Okay, aller egal. Es geht um die Firma KMB. Die hat dieses Set entworfen und bei GoBricks in Auftrag gegeben. Das ist für Firmenkunden ein Werbeset für gute Firmenkunden und so weiter. Deswegen diese 1000 Stück Limitierung. Also das Set hat es nicht offiziell auf dem Markt zu kaufen gegeben. Das heißt, wer es von mir haben will, ist ein ganz glücklicher Mensch mit 1 zu 1000. ja, das ist der Hintergrund zur Entstehung dieses Sets. Die Achsen hier, die fallen leider super schnell raus aus dem Differential. Genauso wie aus den Radnaben, aber das wird später, denke ich mal, wieder kein Problem sein. Okay, dann baue ich mal weiter. So, Bauabschnitt 2 ist erledigt. Anfang von 2 hatte ich euch noch gezeigt, den haben wir hier hinten gebaut und das wurde jetzt um das ergänzt, hier miteinander verbunden, sodass wir schon ziemlich die Länge des Fahrzeugs haben. Jetzt legen wir noch diese Achsen dazu. Ja, 3 Stück hätten fast drin Platz. Ah,
Seht ihr, die fallen sofort wieder aus. Ja, die müssen so sitzen. Wir haben Lenkung hier eingebaut. Und der Servomotor wird dann hier oben drauf sitzen. Und das andere sind einfach, ihr seht es ja, Liftarme und Technikrahmen. Und obendrauf Platten, Platten, Platten. Jawohl, Seitenverkleidung. Bauabschnitt 2 ist gar nicht so groß, weil diese Tüte mit Platten und die Tüten mit Paneelen, die werden für die weiteren Bauabschnitte noch gebraucht. Insofern, ja, doch nicht so groß, wie ich im ersten Schreckmoment angenommen habe. Kommen wir da wieder rein. Jawohl. Okay. Gut. Okay. Ja, jetzt geht es mit diversen Aufbauten natürlich weiter. Motor kommt vorne rein und dann geht es los mit Sitzen und der Überbrückung hier zwischen vorderem und hinterem Teil. Ach, das ist der Bauabschnitt 3 und das ist eine kleine Strafarbeit, wenn wir die ganzen Sitze bauen müssen. 31 an der Zahl. 25 bis hier und dann hier vorne Nummer 6. Die werden leicht anders aufgebaut, aber nur an der Befestigung am Boden. Ansonsten seht ihr, haben wir die mit den Arches hier die Radkästen weitergebaut. Auch hier Paneele, hier Paneele, hier Paneele. Und hier vorne haben wir so einen Durchgang. Jups. Mann, Mann, Mann. Oschi, Oschi. So, okay. Lässt sich oberflott bauen, klar durch den Einsatz von den Paneelen. Ich bin auch wirklich froh, dass der mit Paneelen gemacht ist, weil ich denke, wenn der mit Bricks gemacht wäre, ja, ein Panel wiegt wahrscheinlich nur ein Drittel von einem Brick. Also von derselben Anzahl an Bricks. Kann man sich vorstellen, wie viel mehr Gewicht der am Ende hätte. Und wäre dann wahrscheinlich dann gar nicht mehr groß bewegbar in einem ansetzbaren Tempo. So. Wahrscheinlich genauso schnell oder wahrscheinlich langsamer als hier der Mammutpanzer, der noch neben mir steht. So, das ist ungefähr 2/3 vom Bauabschnitt 4. Und ihr seht, wir haben die kompletten Seitenlinien zugezogen auf dieser Seite. Was ich gerade schmerzlich gemerkt habe, weil die Motoren und die Beleuchtung waren ja nicht dabei, hatte ich ja gesagt, habe ich also nachgeordert. Also die Beleuchtung hatte ich vergessen und ein Verlängerungskabel. Gott sei Dank konnte ich jetzt aus dem Greenhound Buggy eins noch rausholen, weil hier ist der Motor fertig. Und ihr seht schon, das würde für die Anschlussbox dann nicht reichen. Okay, drehen wir ihn einmal um. Von der anderen Seite seht. Hier vorne haben wir Lenkrad reingezimmert, ist an nichts angeschlossen, wird sich also nicht mitdrehen. Die Seitenwand auch alles hier wieder mit Panels, hier hinten geht die Treppe hoch. Das Set ist, es hat relativ wenig Technik bis jetzt, ja, das muss ich sagen. Es ist viel, viel, viel System, aber ich glaube, das lohnt sich wirklich auch zum Ausschlachten, weil man kriegt so viel an roten Platten, roten Bricks, schwarzen Bricks, grauen Bricks. Ich denke, das wird ein tolles Set zum Ausschlachten sein. Bauabschnitt 4 macht uns jetzt hier noch so die Frontschürze vorne fertig, hier dran, so ein bisschen. Und dann geht es dann schon weiter mit der 5. So, hier liegt ungefähr die Hälfte vom Bauabschnitt 5. Ihr seht, die Fahrerseite ist komplett zu. Ja, Hongkong hat Steuerrechts, ja, ehemalige Kronkolonie. Okay, mit dem Kabel habe ich gemerkt, die eine Verlängerung von, was weiß ich, 15-20 cm, die ich aus dem Greenhound Buggy rausgerissen habe, die wird nicht reichen. Und dementsprechend habe ich hier nochmal eine Verlängerung rausgerissen. Gott sei Dank hatte der 2, weil so, die Batteriebox hier oben sitzen wird. Und ja, dann geht's. Okay, jetzt muss ich mir nur 2 Verlängerungskabel nachbestellen, weil ich verkaufe den Bus, der natürlich dann mit der Verlängerung, ja. Aber ohne Licht. Das reiße ich jetzt nicht noch aus meinem Lamborghini raus. Okay, die Seite. Jetzt würden auch die ersten Aufkleber kommen. Und
Und zwar, ich glaube, die würden hier oder hier dran kommen, Fahrpläne. Ne? Okay, ihr seht, wir haben die Seite hier auch angefangen mit den Bögen fertig zu machen. Ja, innen drin ist er jetzt recht schlicht, aber ja, war es auch nicht zu erwarten, dass wir hier in einem Technik-Set einen riesen Innenausbau bekommen. Wir haben immerhin schon mal genug Sitze. Das ist schon mal ganz gut. Lässt sich bis jetzt alles gut bauen. Man muss nur wirklich, die Anleitung ist manchmal, also für einen Totalanfänger, der nach 40 Jahren jetzt denkt, ach, ich baue mal wieder ein Lego-Set, weil ich den Bus so cool finde, für den ist es dann eher nichts. Es ist nicht höllenkompliziert, aber man sieht es manchmal echt schlecht. Gerade hier im vorderen Bereich, wenn er das auf die Technikpins und auf die Jumperblades aufbringt, da musste ich dann auch nochmal ein Stück zurückbauen, weil es um eine Reihe verschoben war, weil man es einfach vom Winkel her schlecht gesehen hat. Okay, allerdings ist das Video jetzt hier zu Ende. Ich habe gesagt, ich mache zwei Teile draus, zeittechnisch. Ich bin jetzt, habe jetzt auch Urlaub, ne, Herbstferien. Von daher sind wir hier fertig. Im zweiten Video kloppen wir dann fertig und im dritten, im Review, schauen wir dann, ob er auch fährt, wie er fährt, wie schnell er ist und wie lang er ist und so weiter und so fort. Gut, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut beim zweiten Teil dann auch rein. Ich denke, es lohnt sich. Habt eine gute Zeit. Bis dann, euer Frank. Bye, bye.